Es kommt jetzt zu einem Auffahrunfall zweier Pkw. Beide Pkw bleiben anschließend quer auf der Fahrbahn stehen. Ein nachfolgender Pkw-Fahrer erkennt die Situation zu spät. Ja, die Folgen des Unfalls sind, dass wir hier eine Tote zu beklagen haben und 7 Schwerverletzte, davon 3 Kinder im Alter von 3 bis 7 Jahren. Also die Polizei macht an der Einsatzstelle die Unfallaufnahme. Dazu haben wir auch einen Sachverständigen bestellt. Momentan wird hier die Unfallstelle vermessen und die Sperrung wird etwa noch eine Stunde dauern.